Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast live im Studio ist Dr. Saskia Meyer-André. Sie ist Geschäftsführerin von eBay Deutschland und wir sprechen heute natürlich über eBay. Wir sprechen über die Entwicklungen, aber auch die Trends, die wir aktuell im E-Commerce sehen. Und wir machen nochmal einen schönen Schwenk ins Thema Leadership, aber auch einfach, was Saskia persönlich antreibt. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast es gerade schon ein bisschen berichtet, was bei eBay alles los ist. Aber wir wollen erstmal natürlich ein bisschen mit dir starten, denn bei eBay bist du ja noch gar nicht so lange. Ne? Ich glaube, Anfang des Jahres. Ja, ich glaube, ein bisschen über 6 Monate jetzt, Mitte März. Aber du hast ja schon eine etwas längere Karriere im E-Commerce und erzähl doch gerne mal, so, wo kommst du her und was hast du vorher gemacht? Genau, also ganz ursprünglich bin ich Mathematikerin. Okay. Und habe dann promoviert in Bioinformatik und war dann irgendwie Mitte 20 und wusste nicht genau, was ich machen wollte, sollte. Und habe das gemacht, was alle Leute machen, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, nämlich Beratung. Mhm. Und war dann bei BCG. War da für 10 Jahre und fand das wirklich toll. Das war für mich echt eine mega Schule, weil ich war halt sehr akademisch vorher unterwegs und sehr grün hinter den Ohren. Und als ich dann in der Beratung angefangen habe, war das ein super Bootcamp und habe da einerseits tolle Leute kennengelernt, aber auch tolle Skills. Ne? Also ich glaube einfach Projektmanagement, ganz viel, ganz schnell sich in neue Themen einarbeiten, Strukturen, Daten etc. Das war schon eine sehr gute Schule. Und habe dann aber nach 10 Jahren gemerkt, dass ich doch gerne die Seite wechseln würde ins operative Geschäft. Mhm. Denn Beratung ist zwar eine tolle Sache, aber am Ende des Tages entscheidest du halt nichts selber und du setzt selber nichts um. Mhm. Und du leitest auch wirklich keine Teams. Und nicht richtig, ne? Halt im Projektgeschäft. Und das waren für mich alles Sachen, die ich als Lernmöglichkeiten für mich ansah. Und eigentlich recht zufällig habe ich da ein Angebot von Wayfair bekommen, zu denen zu wechseln und da das gesamte Promotions- und Creative-Team zu übernehmen. Ich wusste nichts von dem Bereich, ich wusste nichts von E-Commerce, also eigentlich war ich überhaupt nicht empfehlenswert für diese Stelle. Also das heißt, in der BCG-Zeit hast du gar nicht das Thema Digital-E-Commerce gemacht in dem Sinn? Nee, ich habe Tiergesundheit gemacht. Ich habe Schweineimpfstoffe und Flohschutzmittel. Okay. Das war sehr, sehr anders. Ganz anders. Ganz anders. Ja. Ganz anders. Aber Wayfair hatte eine Einstellungsphilosophy, die haben immer gesagt, wir schauen nicht auf das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wir schauen auf dein Potenzial. Mhm. Und das finde ich total charmant, weil ganz Ende des Tages, wenn ich jetzt eine Strategie für Schweineimpfstoffe entwickle oder für Online-Waschmaschinen, also die Grundbausteine dessen sind eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Und ich war eh versiert da drin, mich sehr schnell in neue Thematiken reinzulesen. Aber es war trotzdem natürlich eine riesen Lernkurve, ne? Also natürlich den ganzen Online-Bereich kennenzulernen, zu verstehen, wie das alles funktioniert, aber auch auf der, ich sage, funktionalen Seite. Das war das erste Mal, dass ich ein Team habe. Ne? Ich hatte wirklich von Tag 1 dann ein Team von 50 Leuten. Ich hatte halt vorher Projektteams gehabt, aber das ist nicht dasselbe. Mhm. Und hatte dann wirklich von Tag 1 50 Leute. Und das war schon eine echte Herausforderung. Mhm. Vor allem, weil ich dachte, dass ich eine phänomenale Führungsperson sei, bis ich dann erstmal in der Rolle war und gemerkt habe, Mensch, ich weiß ja gar nichts. Und hatte halt Leute auf meinem Team, die selber schon irgendwie 3, 4, 5 Jahre Führungserfahrung hatten. Und da habe ich erstmal gemerkt, was ich da noch aufzuholen hatte, weil ich hatte halt, wie gesagt, Projektteams geführt, aber ich hatte noch niemals jemanden eingestellt, ich hatte noch niemals jemanden wirklich langfristig weiterentwickelt, ich hatte noch niemals schwierige Personalgespräche führen müssen, das war halt alles neu. Naja, und dann war ich bei Wayfair, wie gesagt, und war da dann 7 Jahre und habe da ganz viele verschiedene Bereiche gemacht, habe quasi im Promotions- und Creative-Bereich angefangen, das war dann mehr so auf der Marketing-Seite und bin dann peu à peu mehr in das, würde ich sagen, in so eine GM-Rolle, auch ins Category-Management und da wirklich so eine End-to-End-Business-Verantwortung übernommen, bis ich dann am Ende dann quasi die Deutschland-Chefin für Wayfair war. Und das war wirklich toll. Das war wirklich schön, da quasi auch mit diesem Rundumblick, den ich vorher in verschiedenen Funktionen gesammelt habe, das dann da einzubringen. Mhm. Und dann nach 7 Jahren habe ich den Anruf von eBay bekommen. Und das passte echt gut, weil ich war dann auch bereit für eine neue Rolle und eine neue Herausforderung.
Und parallel dazu ist Oliver, der vorher Deutschlandchef, der vorher Deutschlandchef war, ist quasi internationaler Chef geworden und hat dementsprechend nach einer Nachfolge gesucht. Und dann haben wir uns beide kennengelernt und es hat quasi sofort gefunkt. Genau. Ja, man geht ja auch mit jedem Job, sag ich immer, gehst du ja auch eine Art von neue Beziehung ein. Und da muss ja vor allem auch das Menschliche, das Zwischenmenschliche matchen, weil dir hilft ja alles nichts, wenn die Skills funktionieren, aber du zwischenmenschlich einfach nicht die richtige Sprache miteinander findest. Total. Und ich glaube, sowohl Oliver und ich haben da eine sehr ähnliche Sprache und sind in unserem Stil sehr ähnlich. Aber mir war halt auch wichtig, dass das Unternehmen, wenn ich quasi einen Zoom-Out mache, die Kultur des Unternehmens auch wirklich zu mir passt. Und da hat eBay all die Boxen getickt, die ich halt suche halt immer Kulturen, wo die Leute irgendwie smart sind, wo die Ärmel hochkrempeln, wirklich machen und nicht nur reden oder konzipieren. Und vor allem auch eine Kultur, die, ich sage immer kind auf Englisch, aber die halt kollaborativ ist, die offen ist, wo du nicht irgendwie so ein Schulterklappendenken hast. Und wo alle wirklich an die Sache glauben und nicht nur an ihren persönlichen Erfolg. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst auf die Jahre bei BCG, bei Wayfair und jetzt in Start, gab es irgendwo mal so eine Station, wo du gesagt hast, das war für dich wirklich so eine der wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast? Also war es der Wechsel dann tatsächlich von Impfstoffen zu Online-Möbelverkauf? Ich glaube zwei Punkte. Ich glaube einmal der, weil das einfach der Wechsel von BCG zu Wayfair hieß, dass ich ein richtig großes Team geführt habe und auch operativ Entscheidungen treffen musste. Mhm. Und das ist halt was du in der Beratung auch überhaupt nicht lernst. Mhm. Ich weiß auch, als ich angefangen habe bei Wayfair, den Geschäftsbereich, den ich übernommen habe, der lag im Argen. Mhm. Und ich habe quasi die ersten 3 Monate so ein typisches Beratungsbenchmarking gemacht, um zu gucken, okay, was ist mein 10-Punkte-Plan? Habe dann nach 3 Monaten auch einen ziemlich guten 10-Punkte-Plan quasi elaboriert. Und saß dann 2 Jahre dran, diesen 10-Punkte-Plan umzusetzen. Und das war halt was so, wow, wo ich auch erstmal gemerkt habe, okay, der Plan kann so gut sein, wie er ist, aber die Umsetzung ist viel wichtiger. Und da scheitern dann viele Leute. Und das war für mich halt sehr, sehr spannend, das zu lernen. Also auf jeden Fall dieser Wechsel war der erste Punkt. Und der zweite war dann, glaube ich, als ich das erste Mal noch bei Wayfair dann wirklich in so eine General-Manager-Rolle gekommen bin, wo du halt nicht nur deinen Bereich hast, sondern du wirklich ganz breit aufgestellt bist und da halt auch wirklich so eine End-to-End-Verständnis von dem Business haben musst und auch nochmal ganz anders mit einer Vielzahl an Stakeholdern kollaborieren musst, um die Punkte to connect the dots. Du hast es gerade schon gesagt, für dich sind bestimmte Werte, Kultur ganz wichtig. Was ist das dann wirklich, also du hast schon ein paar Sachen jetzt so angedeutet, was die Arbeit so ausmacht bei eBay, aber was war es letztendlich, was dich dann so wirklich da angetrieben hat, zu sagen, okay, das ist der richtige Job? Ich glaube, in den Interviews habe ich halt, eBay macht sehr gerne viele Interviews, wie viele andere Unternehmen, das finde ich auch richtig gut. Vor allem, weil es mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ganz viele Leute auf der eBay-Seite kennenzulernen. Und was mich da überzeugt hat, ist einerseits, dass ich die halt alle wirklich wahnsinnig respektiert habe und gedacht habe, okay, von diesen Menschen kann ich lernen. Ja, die haben was drauf und die haben Drive und die sind auch Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und die haben alle für eBay gebrannt. Und ich finde, eBay ist wirklich eine Firma, man hat ein Leben. Ne? Und wenn ich jeden Morgen aufstehe, dann möchte ich an was arbeiten und meine Energie in was rein investieren, woran ich glaube und was gut ist. Ja? Und für mich ist einfach eBay eine Firma, das ist halt ein Urgestein, ein Tech-Urgestein, aber auch eins, was einen sehr guten Purpose hat, wo wir halt sehr viel mit kleinen Händlern zusammenarbeiten, wo wir wirklich tief in das Thema Re-Commerce reingehen, was Teil unserer Ur-DNA ist. Das sind alles Themen, für die ich mich persönlich begeistern kann und für die ich sehr gerne morgens aufstehe. Ja, das ist ganz schön. Ich hatte letzte Woche die Julia von Hitschler da und dann spürte ich das auch. Natürlich, klar, die ist ein Familienunternehmen, ist das natürlich noch naheliegender, dass du dafür brennst, aber wir sprachen dann auch genau darüber, dass wie viel wichtiger eigentlich das ist, dass du diese Passion hast für das, was du tust, als über Work-Life-Balance zu reden. Weil wenn die Arbeit, forgive my French, bescheiden ist, dann hilft dir die ganze Balance nicht mehr. Also du musst eigentlich was finden, wo du sagst, du stehst morgens auf und sagst nicht, oh Gott, ich muss in die Arbeit fahren. Oh mein Gott, wieder die Kollegen, wieder das irgendwie die Excel-Tabelle schrubben. Und das ist eigentlich so schön, immer zu hören, dass vielleicht auch, was wir auch über den Podcast auch mitgeben können. Ja. Das ist wichtig.
Ne? Absolut. Dass du wirklich morgens das Gefühl hast, ich gehe hin, ich kann hier was bewegen, ich habe Spaß, ich habe die richtigen Menschen um mich rum und nicht Zeit gegen Geld zu tauschen. Absolut, absolut. Und das war bei mir halt wirklich der Fall und deshalb habe ich mich dann auch für eBay entschieden. Ja, dann steigen wir mal kurz nach eBay direkt ein. Also ich meine, eBay, was eBay macht, glaube ich, müssen wir nicht wirklich erklären. Das kennt wahrscheinlich tatsächlich jeder. Ich hatte, aber kommen wir auch gleich zum Thema, meinen Sohn gestern gefragt mit 13, ob er es kennt. Er kannte es auch. Insofern also Job well done. aber vielleicht nochmal so zur Einordnung jetzt, wie groß ist denn eBay mittlerweile? Genau, also eBay ist seit 25 Jahren am deutschen Markt und wir sind immer noch die starke Nummer 2 im Online-Commerce in Deutschland. Weltweit haben wir ein Handelsvolumen 2023 von 73 Milliarden Euro gehabt, Dollar, von denen die Hälfte international gemacht wird, also außerhalb der USA. Und da ist Deutschland quasi in den Top 3 Märkten, also USA, UK und Deutschland sind die Top 3 Märkte. Also echt ein Biest, ja. Ein sehr großes E-Commerce-Urgestein. Und was vielleicht viele Leute nicht wissen, und das finde ich halt auch sehr spannend, eBay macht 40% seines Umsatzes weltweit mit nicht neuer Ware. Und das finde ich halt besonders spannend, weil uns das nochmal sehr differenziert gegenüber anderen Playern im Markt, auch gegenüber Fast-Commerce-Playern und uns auch wirklich nochmal ein Differenzierungsmerkmal gibt. Und das andere ist, wir sind wirklich ein komplett reiner Marktplatz. Das heißt, wir haben keine eigene Ware. Das heißt, wir sind auch sehr, wie ich sagen, unparteiisch und arbeiten eng mit den Händlern zusammen, gehen niemals mit denen in Konkurrenz und haben somit auch ein inhärentes Interesse, dass die erfolgreich sind, weil wir halt, weil deren Erfolg ist unser Erfolg. Ja, ja. Wenn, jetzt hast du schon gesagt, 40% ist ja wirklich ein schöner, richtig schöner großer Anteil, ne? Weil das ist ja das, wo wir sagen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und dem, wo wir auch aktuell stehen, immer wichtiger. Gab es denn da, wenn man zurückblickt bei eBay, Verschiebung, weil im Prinzip angefangen hat man ja über den Gebrauchtwarenmarkt, dann kam natürlich der Neuwarenmarkt, oder ich weiß nicht, wie ihr das dann nennt, Neuware dann rein und dann hatte ich wahrscheinlich das erstmal ganz grob in eine andere Richtung, also gibt es da irgendwie so, habt ihr da so Kurven, wie sich das entwickelt hat über die Jahre? Absolut, also wie du sagst, nicht neue Ware war unser Anfang und es ist Teil unserer DNA. Und das haben wir, würde ich sagen, nie verloren, aber wir haben schon so 2010 den Shift mehr Richtung Neuware gemacht und dann das jetzt korrigiert, also schon seit einigen Jahren korrigiert. Das heißt, wenn ich diese Kurve überlege, ist es jetzt auf jeden Fall wieder, der Anteil ist nochmal größer geworden und das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil das einfach was ist, was uns im Markt differenziert, was wir können, wo wir gut sind. Und wo ich auch noch irrsinniges Wachstumspotenzial nach vorne sehe und auch rückblickend Wachstum sehe. Also dieser Bereich gerade in den letzten Jahren, wo E-Commerce jetzt nicht gerade post-Covid rosige Zeiten hatte, ist dieser Re-Commerce-Bereich aber ein sehr, sehr starker. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns, ich sage so 2017, 18 wieder zurück in diesen Bereich nochmal schwerpunktmäßig fokussiert haben, hat uns sehr geholfen die letzten Jahre. Ja. Und wenn wir uns jetzt diesen Re-Commerce-Markt anschauen, das sind hauptsächlich kleine Händler, sind das auch größere Händler? Ist das bunt gemischt? Ganz durchmischt. Also da haben wir natürlich, also dieser Re-Commerce-Markt, der hat halt vor 25 Jahren war das noch sehr irgendwie, du verkaufst das Kinderfahrrad. Das Kinderfahrrad an mich. Und der Bereich ist natürlich immer noch da, dieser Private-Commerce-Bereich, Privatverkauf und ist auch immer noch groß und auch was, wo wir sehr, sehr aktiv rein investieren. Wir haben jetzt letztes Jahr den Privatverkauf gratis gemacht bei uns auf der Seite. Das heißt, man muss keine Gebühren zahlen. Das heißt auch, wir machen keine Marge mit diesem Bereich. Also es ist ein großer Teil unseres Handelsvolumens, wo wir überhaupt keine Marge machen, weil wir glauben, dass die Leute, die bei uns privat verkaufen, oder wir wissen, dass die Leute, die bei uns privat verkaufen, unsere loyalsten Käufer sind. Und somit ist das ein sehr schönes Marketing-Akquise-Tool, wo du einfach sicherstellst, dass die Leute mit dir auf der Seite interagieren und somit dir einfach treuer sind. Wie gesagt, dieser Privatverkaufsbereich, der war und ist immer schon da, aber über die letzten Jahre hinweg hat sich natürlich dieser ganze Re-Commerce-Bereich wahnsinnig professionalisiert und mittlerweile haben wir da auch bei uns auf der Seite ein sehr vielfältiges Netzwerk an Händlern, an Wiederaufbereitungsspezialisten, wirklich mit dem Thema Re-Commerce beschäftigen und auch wirklich einen sehr großen B2C-Anteil daran haben. Zum Beispiel Dyson hat bei uns exklusiv seinen Refurbished-Shop. Das heißt, man findet bei uns Refurbished
Dyson-Ware für einen sehr guten Discount. Und für alle, die jetzt genau, für alle, die zuhören. Und ganz viele andere Sachen, aber als Beispiel für eine wirklich große Brand, die mit uns arbeitet. Ja, das ist spannend. Aber wir haben auch andere große Händler, die bei uns halt sind und ihr Recommerce-Sortiment. Und das sind entweder Händler, die sich auf Recommerce spezialisieren oder halt so wie Dyson, die für ihre Recommerce-Sparte uns als Abverkaufskanal nutzen. Und das ist natürlich dann auch eine ganz tolle Sache. Das heißt, wir arbeiten an beiden Sachen. Wir arbeiten sowohl daran, dass wir den Privatverkauf weiter stärken, aber auch, dass wir halt in dieses B2C-Segment rein investieren und da entweder mit Marken direkt oder mit anderen Recommerce-Spezialisten, die halt professionellen Bretonware managen zum Beispiel, dass die dann bei uns listen. Sind es denn auch, gibt es auch schon Fashion-Brands, die dann den Recommerce-Teil über euch machen? Weil da merkt man jetzt, die ersten fangen, also auch so ein Zara und H&M und so, die fangen ja selber an, mittlerweile diese Recommerce-Sparten bei sich aufzubauen. Aber gibt es da andere, die da das vielleicht auch bei euch aufsuchen? Fashion ist ein Segment, wo wir auch sehr stark reingehen, um mit denen das zu machen. Und in den USA haben wir da auch teilweise, glaube ich, schon ein bisschen weiter als hier, aber es ist was wir in Deutschland auch sehr ausbauen. Wir haben da auch eine sehr interessante Partnerschaft, zum Beispiel mit einer Firma, die macht so eine Art Labels, die du in die Artikel einnähen kannst. Das heißt, da arbeitest du quasi schon ganz von Anfang an mit den Brands zusammen, mit einem Recommerce-Gedanken, dass wenn ich es mal privat verkaufe, ich das Label einscannen kann und schon die ganzen Daten populated sind und natürlich auch eine Authentifizierung mit drin habe. Und das ist eine sehr, sehr coole Partnerschaft. Ja. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Segment, wo wir noch... Ja, und also spannend ist ja auch, dass Sven hat das letztens erst erzählt, dass da seine Kinder, die jetzt schon auch junge Erwachsene sind, dass das auch, da gibt es auch Gruppen bei den jungen Leuten, die wirklich extrem nur Recommerce kaufen, also die eigentlich gar kein Interesse haben an Neuware, sondern eben genau dieses Einzelstück, dieses coole Stück, das schon irgendwie 15 Jahre alt ist, zu finden. Also auch da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch was entwickelt, dass so eine ganz neue Generation da auch wieder einsteigt. So, ich weiß noch, als ich ein Teenager war, da gab es in München einen einzigen Laden, der hieß Kleidermarkt, und der hat Secondhand gemacht, ja, also mit coolen Sachen schon damals. Da gab es dann Lederjacken und Boots und sowas. Und dann war das ehrlich gesagt aber irgendwann mal so in der Jugend so ein bisschen verpönt. Mhm. Ja, das ist halt echt, zieh doch nicht Sachen an, die schon jemand getragen hat. Und jetzt sieht man, dass sowas auch wiederkommt. Also das ist ja dann auch, im Prinzip spielt ja total in eure Karten. Total. Also ich meine, das sind ja verschiedene Trends, die zusammenkommen. Ich meine, der nachhaltige Trend ist der eine. Wobei man auch sagen muss, die allermeisten Leute wachen nicht morgens auf und sagen, ich möchte jetzt ein refurbished iPhone kaufen. Die sagen, ich möchte ein geiles iPhone und ich möchte nicht den vollen Preis bezahlen, und dann kriegst du halt einfach super Qualität. Und das ist ja völlig okay. Ja? Also ich habe all meine Elektronikgeräte, habe ich refurbished gekauft. Ich habe auch ganz ehrlich all meine Handtaschen und meinen Schmuck gebraucht gekauft, weil ich persönlich möchte gerne, ich mag hübsche Sachen, möchte dann aber nicht unbedingt das Marketingbudget von diesen Brands sponsoren. Und wenn man quasi dann auch noch der Umwelt was Gutes tun kann, umso schöner. Ja. Und dann sind ja nochmal, was du jetzt anspielst, diese Trends irgendwie mit Old Money Style oder auch der ganze 90s Trend, wo die Leute jetzt das anhaben, wo ich schon 2010 dachte, oh Gott, Gott sei Dank ist das weg und es kommt nie wieder. Aber es kommt wieder. Aber das ist ja auch toll, ne? Weil ich meine, nichts ist cooler als wirklich so ein Teil aus den 90ern zu haben. Von daher, ich glaube, wir sehen auch in den Daten, der Trend geht nicht weg. Immer mehr und mehr Leute kaufen Recommerce aus genau den Gründen, dass sie halt, ich glaube, der Top-Grund ist immer Preis, kurz gefolgt von Nachhaltigkeit, und dass es einfach unique Items sind, ne? Oder dass es die Selection einfach gar nicht gibt. Und von daher bin ich da sehr confident, dass wir aufs gute Pferd setzen. Das heißt, wie du schon gesagt hast, also dass ihr steigert da diesen Anteil von Recommerce gegenüber Neuware immer mehr. Das heißt, auch bei euch ist immer noch Wachstum auch zu verzeichnen dann. Ja. Der Recommerce-Bereich ist auf jeden Fall einer, der wächst. Ja. Also wir haben ein ganz, ganz breites Produktportfolio. Und wie gesagt, dieser Bereich war sehr, sehr stark über die letzten Jahre. Und ist dementsprechend auch ein, wo wir weiter investieren wollen. Wir wachsen aber auch in anderen Bereichen. Ja, aber das ist ja interessant, dass das, weil wenn man jetzt schaut, was es so an kleineren Anbietern gibt, die auch das Thema Recommerce aufgegriffen haben, die haben es schon echt teilweise schwer gehabt, so die dann vielleicht mal auch hier Spezialthemen oder Nischenplayer, wo man gedacht hat,
setzt sich das wirklich so durch, ne, das ganze Thema Recommerce, aber wie man sieht, dann ist doch über so eine große Plattform, im Endeffekt wird natürlich dann schon alles abgewickelt. Ne? Also dann ist das wahrscheinlich auch einfach schwer, als kleiner Store irgendwo online sich da durchzusetzen und bei euch natürlich auch alles kriegt. Ja, eBay hat natürlich eine große Infrastruktur und hat halt auch 25 Jahre Erfahrung mit diesem Thema und hat es halt jetzt auch nochmal seit einigen Jahren wirklich als Fokusthema herausgearbeitet. Das heißt, wir investieren da auch wirklich sehr rein in dieses Thema mit speziellen Lösungen. Eine Sache, die wir zum Beispiel haben, ist weltweit und in Deutschland in Hoppegarten, außerhalb von Berlin, haben wir ein Authentifizierungscenter. Mhm. Das heißt, da haben wir wirklich Leute eingestellt, wir haben zwei Uhrenmacher eingestellt, wir haben Handtaschenexperten eingestellt und Sneaker-Experten. Und zum Beispiel jede Uhr, die man auf eBay kauft, die über 1.800 Euro ist, geht über dieses Authentifizierungscenter. Okay. Und die Uhrenmacher, die nehmen wirklich die Uhr auseinander, prüfen die, schauen die an, ob jedes einzelne Teil, jeder Verschluss original ist, ob die funktioniert und genau, vor allem, ob sie genauso ist wie beschrieben. Mhm. Und nur wenn das alles richtig ist, dann kriegt der Endkunde die Uhr und muss dementsprechend auch bezahlen. Wenn es da irgendwelche Hiccups geht, dann geht es wieder zurück und der ganze Service ist umsonst. Mhm. Und das ist halt so eine spezielle Lösung, die wirklich relativ einzigartig, vor allem in diesem Umsonstformat im Markt ist. Und das kann natürlich ein Unternehmen wie eBay mit der Skala, die wir haben, können wir halt anbieten. Ja, viel besser machen. Ja, es ist ganz spannend, weil tatsächlich, also ich bin ein Uhrenfan, ja, und gerade das Thema Uhren ist ja was, wo du schon echt Schwierigkeiten hast, ne? Also selber kennst du, da müsst schon der Oberspezialist sein, dass du wirklich unterscheiden kannst, ob was jetzt original ist und was nicht. Es gibt gute Fakes. Genau. Es gibt ja die bekannten Plattformen und so, wo man kaufen kann. Und tatsächlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, wäre ich gar nicht drauf gekommen, bei eBay zu kaufen, weil ich dieses so ein bisschen diese Bad Feelings von früher, da ist dann doch wieder irgendeiner, der dann irgendwie da Mumpitze macht. Wie kommuniziert ihr das an die Leute, dass da auch dieses Vertrauen dann da ist? Ganz ehrlich, können wir, glaube ich, noch viel besser kommunizieren, weil der Service ist da und den gibt's, aber ich glaube, was du gerade sagst, viel mehr Leute könnten darüber Bescheid wissen. Ja. Das ist ein wahnsinniges Kaufkriterium. Also wenn ich weiß, dass ich da eine Rolex kaufen kann und die ist vorher von einem Uhrenmacher angeschaut worden und ist perfekt gecheckt worden und vor allem ist der Zustand auch genauso wie beschrieben, das ist ja ein wahnsinniger, es ist auch ein Trust-Business. Voll, ne? Und das andere, was wir halt auch haben, ist auch für Privatverkauf haben wir gratis Käufer- und Verkäuferschutz. Mhm. Das heißt, wenn da eine Transaktion zusammenkommt, also ganz beispielhaft, ich habe letztens ein Dirndl bestellt, weil ich jetzt gleich aufs Oktoberfest gehe. Letztens ein Dirndl bestellt und es kam an und es war zwar sehr hübsch, aber das war an einer Stelle, war es bei einer Änderungsschneiderei vorher angepasst worden und das war nicht in der Produktbeschreibung mit drin. Und das war einfach nicht so wie beschrieben. Mhm. Und dann habe ich das quasi über eBay wieder zurück abwickeln können. Also muss ich dann gar nicht mit dem Verkäufer quasi? Nee, muss mich nicht mit dem Verkäufer umschlagen. Ja. Und ähnlich, wenn ich auf Verkäuferseite irgendein Problem habe, ich bin da halt auch total abgesichert. Was es ja auch gerade viel gibt in diesem Privatverkaufsbereich, ist, dass dass da Betrug quasi stattfindet. Dass Leute sagen, hey, ich kaufe die Handtasche, ich habe dir eine PayPal-Überweisung geschickt und dann kriegst du halt eine E-Mail, wo drin steht, ja, auf PayPal sind irgendwie 300 Euro überwiesen worden, das ist nicht real PayPal. Und dann schicke ich die Handtasche weg und weg ist sie. Und das kann dir bei eBay halt überhaupt nicht passieren, weil alle Transaktionen gehen über unsere Plattform und das Geld ist sicher. Das heißt, diese Themen, gerade in diesem Recommerce-Bereich, alle Themen um Vertrauen, um Sicherheit, das sind wirklich Themen, wo eBay auch historisch einfach wahnsinnig stark ist. Und die wir, glaube ich, noch mal viel besser oder noch mal viel stärker in den Markt hinein kommunizieren können und wollen. Ja, um ja dann auch im Prinzip wieder vorausschauend, ne, die neuen Generationen auch einfach wieder an Bord zu holen, die ja auch schon sich dessen sehr bewusst sind, ne, dass es die Fakes gibt, dass es den Betrug gibt. Also hat mein Sohn mir die Tage irgendwie so ein Video oder Screenshot geschickt von irgendwelchen E-Mails, Fake und so, ach, nur, dass du Bescheid weißt, da kommen gerade wieder so Mails. Also die jungen Leute sind ja auch schon sehr geeicht drauf, ne, was kann alles irgendwie schief gehen. Deswegen ist das ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, um auch die neuen Generationen wieder von eBay zu überzeugen. Absolut. Ne? Deshalb investieren wir da auch stark rein. Und ich meine,
ich glaube, einerseits ist die Awareness jetzt nochmal höher für diese ganzen Sicherheitsthemen, aber das Thema ist auch nochmal prävalenter, weil ich meine, AI wird immer als sehr positiv dargestellt, aber AI unterstützt auch die Betrugsseite negativ. Ja, ne? Also da kann natürlich nochmal auf einem ganz anderen Skala kann man da Scam betreiben. Und da sind wir einfach, da schützen wir sowohl Verkäufer als auch Käufer von. Ja. Macht ihr irgendwelche speziellen Aktionen? Macht eBay auch irgendwas, dass ihr auf TikTok unterwegs seid oder Insta oder so, dass das um sagen, auch der jungen Generation Freude oder sie anzuregen, auch einfach dort zu verkaufen und zu kaufen? Ja, wir haben gerade eine sehr große Kampagne gelauncht, die wirklich speziell auf Gen Z abzielt, hört sich so negativ, die als Target Group hat. Genau, zugeschnitten. Zugeschnitten ist. Und die wirklich dieses Thema, die heißt Safe by eBay. Mhm. Ja, also geht quasi auf dieses Wortspiel von safe im Sinne von der Jugendsprache, aber auch sicher an. Und zielt speziell auf Verkaufen ab, ja, dass du halt safe bei eBay verkaufen kannst. Und die Kampagne ist halt sehr, ja, von dem ganzen Kommunikationsstil, aber auch dann von den Channels, die wir targeten, ja, also Insta, YouTube, TikTok etc., sehr auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Und da sehen wir auch sehr gute Erfolge. Ja, aber insgesamt wollen wir als eBay sehr breit aufgestellt sein. Ja? Und genau, wir sind wirklich eine Plattform für alle und wollen halt sowohl die Gen Z, weil die natürlich in Zukunft die kaufkräftigste ist und ich glaube auch dieser Recommerce-Bereich da nochmal sehr stark wachsen wird, aber natürlich auch unsere, die Kaufkraft liegt dann natürlich eher bei Mitte 30 bis Mitte 50, dass wir da halt auch genauso stark sind. Ja, wenn ihr habt ja gigantische Datenvolumen, ne? Und ihr wisst ja, ihr müsst ja ganz genau sehen, ne? was im Markt gerade so, welche Branchen gut funktionieren, was irgendwelche Trends ist. Gibt es da irgendwas, was du verraten kannst, wo du sagst, wo ihr irgendwelche E-Commerce-Trends auch seht, was verkauft sich gut gerade online? Also es ist ein Wahnsinn, wir haben ein riesig breites Kategorienspektrum und sind natürlich auch dementsprechend sehr saisonal abhängig. Was heißt abhängig? Also wir sehen Saisonalität sehr stark bei uns in den Daten und jeder Wetterumschwung manifestiert sich dann, verkaufen wir die Sauna und den Pool oder dann doch eher irgendwie die Heizung. Ja. Was ein paar spannende Sachen, also ich glaube, ein spannendes Thema war, wann war das? Das war, glaube ich, im April oder im Mai, im Frühjahr, da wurde Cannabis legalisiert. Yeah. Und da sind bei uns auf einmal in einem Bereich, der jetzt nicht normalerweise so stark ist bei uns, ist so Hydrokulturen-Equipment ist dann völlig durch die Decke gegangen. Ja. So, um Pflanzen. Pflanzen zu kultivieren. Und dann das andere, was wir halt gesehen haben, ist während des Eurocups sind halt bei uns Tickets durch die Decke gegangen. Tickets von Privatverkauf für die Eurocup-Spiele, weil es einige andere Plattformen gab. Es war halt was, wo schon auch viel Fraud stattgefunden hat. Und wo dann wir gesehen haben, dass bei eBay genau dieser Safety-Gedanke halt funktioniert hat, weil die Leute dann entschieden haben, bei uns zu kaufen und zu verkaufen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, naja, dann seid ihr im Prinzip immer ein sehr guter früher Indikator, wenn irgendwas passiert. Die Flamingos hättest du garantiert bei eBay sehr zuerst gesehen. Ja, verrückt. Also wenn man jetzt ja natürlich mal global so ein bisschen das E-Commerce anschaut, ne, und wir sehen es ja auch auf der K5, schon viele Schnaufen, ja, um quasi da jetzt irgendwie wieder so langsam in Fahrt zu kommen, weil einfach natürlich die allgemeine wirtschaftliche Lage nach wie vor angespannt ist. Das Portemonnaie ist halt nicht so gut gefüllt im Augenblick. Nichtsdestotrotz ist es ganz spannend immer zu hören, jetzt letzte Woche unser Meetup hatten bei Ryzen, Nischenplayer für Triathlon und so, die dann aber, die auch schöne Wachstumsraten immer noch haben, ne, weil sie in irgendeiner Nische sind. Also deshalb, deswegen fragte ich, das ist bestimmt auch bei euch zu sehen, ne, dass es einfach bestimmte Sachen, die gehen, die wachsen trotzdem weiterhin, wohingegen es vielleicht auch gewisse Luxusartikel gibt, die dann, also nicht Luxusartikel, weil die gehen ja meistens immer, genau. Aber so ein Ding dazwischen, wo man so eine Ebene zwischen, die sich vielleicht nicht so gut verkaufen, weil man sagt, naja, kann ich auch das Günstigere kaufen. Ja, also ich glaube, zur generellen Marktlage, das sieht eBay auch. Ja. Ja, der generelle Markt und die Kaufkraft, die Kaufbereitschaft ist natürlich derzeit mau. Ja. Und trotzdem sehen wir, dass Recommerce, wie gesagt, ein Bereich ist, der wirklich stark wächst.
Und bei anderen Bereichen, ja, was du sagst mit Nische, man muss das, was man macht, halt richtig gut machen. Mhm. Und da hat eBay auch vor einigen Jahren eine Strategie eingefahren, dass wir halt Fokuskategorien definiert haben, wo wir, Re-Commerce ist einer davon, Pre-Loved Fashion ist ein anderer, Sneaker, Sportartikel, Luxury, Pre-Loved Luxury, halt solche P&A, Parts and Accessories, da sind wir auch die Nummer eins in Deutschland. Mhm. Also wir halt bestimmte Bereiche definieren und sagen, okay, das sind die Bereiche, wo wir entweder jetzt schon richtig stark sind oder wo wir wirklich einen Right to Win haben. Und in die investieren wir halt massiv rein, um wirklich ja, die besten Lösungen sowohl für Händler als auch Käufer zu generieren und uns dadurch halt im Markt zu differenzieren. Und in all den Bereichen sehen wir auch Wachstum und wollen diese Bereiche jetzt peu à peu ausweiten. Mhm. Was, glaube ich, weniger von Erfolg geprägt ist, ist, wenn man jetzt einfach so ein die eierlegende Wollmilchsau ist und einfach alles so ein bisschen macht, weil da ist zu viel Wettbewerb im Markt und da sind die Kunden auch zu anspruchsvoll. Ja. Und deshalb finde ich den, diese Strategie, bin ich da sehr von überzeugt. Bei Parts and Accessories zum Beispiel, wie gesagt, da sind wir jetzt schon die Nummer eins im Markt online für Autoteile und Zubehör. Und haben natürlich primär DIY-Kunden, ja, also Leute, die quasi selber an ihrem Auto schrauben. Und da ist das große Wachstumspotenzial, dass wir überhaupt den Markt erstmal erweitern. Und jetzt haben wir gerade vor ein paar Wochen den eBay-Werkstatt-Service gelauncht. Das heißt, du kannst bei uns jetzt, was viele Leute nicht wissen, wenn ich in eine Werkstatt gehe und die bieten mir dann eine Reparatur an, inklusive der Teile, die Margen, die die auf diesen Teilen machen, ist halt enorm. Mhm. Und was wir halt sagen ist, hey, kauf das Teil bei uns, buch direkt bei uns in der App den Werkstattservice und dann wird das Teil direkt an die Werkstatt geliefert und ich kriege quasi einen All-In-Preis und der ist wesentlich günstiger, als was du von einer Werkstatt kriegen willst. Ja. Und dadurch erweitern wir halt den Markt von DIY in, wir nennen es DIFM, Do It For Me. Ja, also immer noch Leute, die sich damit befassen wollen und irgendwie die auch Value haben wollen, aber die jetzt nicht unbedingt selber schrauben wollen. Und das meine ich mit diesen spezifischen Lösungen. Das ist halt eine super spezifische Lösung, die einerseits halt eine wahnsinnige Tech-Komponente hat, aber auch eine operative Komponente, weil ich muss erstmal die Werkstätten finden und wir haben dann Partner, Repareo, mit dem wir arbeiten, um dieses Buchungssystem und diese Möglichkeit halt zu ermöglichen. Und das ist halt, ja, und solche würde ich sagen, Initiativen ermöglichen dann natürlich eine ganz andere Form des Wachstums, wenn du nochmal den Markt auch größer machst. Ja, ja, das ist spannend. Aber wie du sagst, ne, also ich glaube, die große Aufgabe ist dann, das auch alles so publik zu machen, dass die Leute das wissen. Ich denke mir gerade, oh, ist ja Wahnsinn, ne? Ist ja wirklich mega gut, wenn man da einfach Möglichkeiten hat, nicht so abhängig zu sein von der Werkstatt, die halt 2 Kilometer entfernt ist und sagt, ja, okay, gut, das ist jetzt für mich gerade noch das die beste Lösung und so. Und dann sich aber danach denkt, okay, für was habe ich denn jetzt gerade 1.000 Euro gezahlt? Für irgendwie ein Schräubchen Neues ungefähr. Wenn wir jetzt mal sagen, dass man sagt, ihr habt da Händler, unterschiedlichste Händler, ihr habt Privathändler, ihr habt Businesskunden. Was tut ihr denn, um diese Community am Laufen zu halten, dass die auch bei euch bleiben, ne? Dass die nicht woanders verkaufen, dass die nicht vielleicht das Business rausziehen und selber was aufziehen? Wie bindet ihr eure Community denn ein? Eine wirkliche Stärke von eBay ist das Partnermanagement. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir halt nicht in Konkurrenz mit unseren Händlern gehen, sondern dass wir wirklich partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten, weil wir jetzt auch keine eigene Ware haben. Und das ist was wir wirklich bis in den letzten Baustein unserer DNA leben. Als Beispiel, wir machen jedes Jahr eine, so eine Roadshow, eBay lokal. Und da gehen wir in die einzelnen Städte rein. Jedes Jahr immer unterschiedliche Städte. Wir waren dieses Jahr in Leipzig, in Stuttgart, in Bremen und machen da wirklich einen Tag für Händler und wirklich alle Händler, die kommen wollen, jeglicher Größe. Und bieten denen halt einen Tag, wo wir über eBay berichten, aber vor allem denen wirklich sehr hands-on erklären, okay, wie könnt ihr, was für legale Sachen müsst ihr beachten, wie könnt ihr eure Produkte darstellen, dass die sich besser verkaufen, wo wir individuelle Check-ins mit Experten anbieten. Also es sind wirklich Sessions, wo dann immer so 200 bis 300 Händler und Händlerinnen kommen und wirklich einen ganzen Tag mit eBay verbringen und wo wir denen ganz, ganz praktische Tipps geben, wie sie ihr Geschäft verbessern können. Und das sind dann natürlich teilweise einige Händler, die ein bisschen größer sind, die auch irgendwie auf anderen Plattformen unterwegs sind. Da sind aber auch wirklich, da war ein, ich habe mich lange mit einem Antiquitätenladen unterhalten oder mit einem Lottoladen. Also ganz, ganz riesiges Händlerspektrum. Und zu deiner Frage Community,
das ist, glaube ich, ein Vehikel, was jetzt sehr beispielhaft ist, aber was sich auch in unserer DNA auch andersweitig manifestiert, in der wir wirklich sehr stark in diese Community investieren. Nächste Woche haben wir unser Top-Seller-Event. Mhm. Da werden die 200 größten Seller oder erfolgreichsten Seller, aber teilweise auch kleine, also es geht auch da nicht nur um absolute Größe, sondern auch um Wachstum, werden zu uns nach Berlin eingeladen und wir feiern diese Händler, weil einfach deren Erfolg ist unser Erfolg. Und gerade eBay lebt von dieser Community und von dem Zusammenhalt. Und was mich besonders begeistert hat, ist, wie sehr unsere Händler für eBay brennen. Also die Leidenschaft und die Passion, die wir einerseits auf der Endkonsumentenseite sehen, sehen wir halt auch wirklich bei den Händlern, weil das finde ich auch schön, eBay is the good guy. Mhm. Ja, also es gibt viele andere Plattformen, die halt nicht so partnerschaftlich sind und da ist wirklich eBay echt besonders und das ist nicht nur Lip Service, die sagen das nicht nur, das fühlen wir auch. Das heißt, es ist eigentlich auch tatsächlich, wo du es jetzt so sagst, ja einer der wenigen Player am Markt, die nicht irgendwann angefangen haben, eigene Produkte zu entwickeln. Ne? Genau, und zwar ganz bewusst. Ja, also sie hätten sicherlich die Möglichkeit dafür gehabt, aber wir haben gesagt, wir wollen niemals in Konkurrenz mit unseren Händlern treten und Händlerinnen. Und operieren deshalb anders. Ja, jetzt schlägt dein Herz ja auch für das ganze Thema Female Empowerment und du hast gesagt Community Building, also da kommen viele Händler zusammen. Habt ihr auch irgendwie Sachen, wo ihr sagt, macht ihr wirklich explizit für Händlerinnen, für Kundinnen, um da auch das Netzwerk zu stärken? Wir haben, ich glaube, einen monatlichen Roundtable von Female Händlerinnen. Mhm. Und das ist wirklich schön, weil das leiten zwei Damen bei mir im Team. Mhm. Und da kommen wirklich jeden Monat Frauen zusammen, die halt alle wahnsinnig tolle eBay-Geschäfte aufgebaut haben. Das sind ja auch oft Businesses, die oft ganz klein angefangen haben. Die eine, die hat glaube ich, Trachtenmode genäht und hat dann auf eBay quasi damit ein internationales Trachtenmodengeschäft aufgebaut, Oder ein anderer, eine andere Händlerin, die, glaube ich, aus einer privaten Initiative heraus Spiele aufgearbeitet hat und die jetzt auch wirklich professionell verkauft, refurbished und geputzt und poliert und alles. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten und diese Frauen teilen dann, die finden es auch toll, dann mit den Frauen zusammenzukommen, weil wenn man ganz ehrlich ist, auch bei diesen Events, das sind schon extremst männerdominierte Events, leider. Und deshalb finde ich es toll, dass wir nochmal ganz aktiv auch in diese weibliche Community rein investieren. Ja, und dann kannst du ja im Prinzip auch wieder Leute ermutigen, ne, die vielleicht gerade drüber nachdenken, kann ich irgendwie ein Business aufziehen, aber ich kann es jetzt noch nicht vollumfänglich machen mit einer eigenen GmbH und eigenen hier und großen Online-Shop. Dann ist das ja auch nochmal so die Motivation für alle, die irgendwie ein Business starten wollen, so relativ wahrscheinlich sorgenfrei und einfach ein Business zu starten. Ne? Genau. Und auch da machen wir schon und können wir noch viel mehr auch nochmal reingehen, wirklich in diese Grundbausteine, dass wir denen auch wirklich zeigen, okay, was brauchst du denn, um ein Business zu starten? Wie launcht man eine GmbH? Was für legale Sachen muss ich da berücksichtigen? Also wirklich von Anfang an Menschen die Confidence zu geben und dann idealerweise auch nochmal wirklich getailored, also für Frauen zum Beispiel als Community, da die Hürden abzubauen, die vielleicht organisch ein bisschen höher sind als bei den Herren. Ja. Habt ihr intern bei eBay auch dann irgendwelche speziellen Programme nochmal? Weil sie sagen, das ist ja immer, das muss ja in der DNA sein. Ne? Jetzt bist du als Geschäftsführerin da. Das heißt, ihr habt ja schon mal alles richtig gemacht. Ne? Der erste Schritt, ja genau. Aber dann muss ja dann auch runterkaskadieren in die nächsten Ebenen. Wie seid ihr da aufgestellt? eBay macht da ganz viel. Ähnlich auch wie andere Unternehmen. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile angekommen, dass man sich um seine Female Community auch intern bei der Belegschaft kümmern muss. Wir haben da ganz, ganz tolle Führungsprogramme, wo irgendwie die Top-Frauen dann wirklich auch für mehrere Tage auf Events gehen, wo sie dann wirklich Female Coaching kriegen. Und das ist alles richtig und gut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich by example führt. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein deutsches Leadership-Team anschaue, was ich jetzt neu aufgebaut habe, als ich angekommen bin, ganz organisch, ich glaube, es sind 11 Leute, ganz organisch sind 7 davon weiblich. Mhm. Einfach, weil es die Personen waren, die qua ihrer Funktion und ihrer Rolle und ihrer Leistung sich dafür qualifiziert haben. Und das finde ich halt toll, weil Leadership-Coaching und Entwicklungsprogramme und so, das ist alles richtig und das muss man alles machen, das sollten wir alles machen.
Aber noch viel visibler ist, wenn bei einem All Hands 7 Frauen auf der Bühne stehen und zeigen, und auch viele davon auch Eltern, ja, von den Männern auch Eltern, viele davon halt zeigen, okay, es geht, und einfach ein Rollenbeispiel sind für all die anderen Frauen, die hoffentlich noch in ihrer Karriere dann auch den nächsten Schritt wagen und machen. Ja. Jetzt bist du natürlich schon selber das Role Model, ne? Weil du an der Führungsposition bist, ganz oben. Gab es für dich in deiner Zeit jemanden, der dich irgendwie immer so inspiriert hat oder gesagt hast, ja, so eine Art von Role Model? Ach, es gab ganz viele Mentoren, die ich hatte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir immer sehr, sehr genau ausgesucht, für wen und mit wem ich arbeite. Weil ich, und da auch Leute ausgesucht, ich meine auch in meiner BCG-Zeit, und es ist echt eine sehr knackige Zeit, was Work-Life-Balance angeht, und ich habe 2 Kinder bei BCG bekommen, da habe ich mir halt auch sehr genau ausgesucht, okay, wir sind denn jetzt die Partner bei BCG, die das verstehen und respektieren und ganz ehrlich, die mit mir arbeiten wollen und mich so gut finden, dass sie in Kauf nehmen, dass ich leider diese Krücke Familie neben mir habe. Denn ich mache mir nichts vor. Ja? Also gerade in einem Beratungsgeschäft ist es natürlich einschneidend. Ja? Ja. Und da gab es auch durchaus mal Workshops, wo ich irgendwie ausgefallen bin, weil mein Kind krank war. Und das ist nicht super. Und das heißt, ich musste gut genug sein und ein gut genuges Verhältnis zu denen haben, dass die gesagt haben, nee, ich will das ja trotzdem, obwohl ich weiß, dass es da vielleicht etwas kleine Einschränkungen gibt und ich vielleicht auch mal einschränke. Das heißt, es ist ein bisschen painful für them, aber der Return on Invest war hoch. Und da habe ich mir halt sehr aktiv Leute ausgesucht, wo ich gesagt habe, nee, die sehen das in mir und die wollen mit mir arbeiten und die sind gute Mentoren, die glauben an mich. Und das hat echt gut funktioniert, weil ich persönlich möchte keinen Upward Battle führen. Das können, also das können andere gerne machen oder Unternehmen, oder die Leute merken einfach selber, dass es keine sehr förderliche Einstellung ist. Aber ich begebe mich lieber in Situationen, wo alle halt dasselbe Value-Verständnis haben. Ja. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Und dann im Sinne von, würde ich sagen, jetzt weniger Female Empowerment auch, aber ein sehr, sehr starker Mentor war für mich der damalige Europachef von Wayfair, der mich halt zu Wayfair geholt hat. Ein ganz fantastischer Mensch, Martin Reiter, der wirklich auch ein sehr gutes Menschenverständnis hat. Und der hat mir ganz viele tolle Ratschläge gegeben. Aber ich glaube, der beste Ratschlag, den er mir gegeben hat, und hört sich so simpel an, aber es ist manchmal so schwierig, assume good intent. Ja, geh einfach vom Positiven aus. Und gerade in Rollen wie meiner jetzt, die halt extrem cross-funktional sind oder auch extrem viel mit US-Counterparts zusammenarbeiten. Das sind alles Rollen, wo man sehr leicht verleitet ist zu sagen, ach, jetzt haben die wieder das und das eingeführt und was für Idioten. Und da einfach sich immer wieder zu sagen, nein, die haben einfach einen Kontext, den ich vielleicht noch nicht verstanden habe. Das sind gute Menschen und die wollen auch das Business treiben. Und lass mich doch einfach mal nachfragen, was quasi dahinter ist. Und einfach immer vom Positiven ausgehen. Das ist was mich wirklich sehr beeinflusst hat und was ich jetzt auch meinem Teams immer mitgebe, weil ich so oft Konflikte sehe, die daraus stammen, dass man das nicht macht, und es ist sehr einfach, es nicht zu machen, dass es ein wahnsinnig starker Hebel ist, wenn man das in sich verinnerlicht. Verinnerlicht, ja, finde ich ganz ein schönes Gedankengut. Und gleichzeitig, was ich immer so ein bisschen mitnehme, ist, bevor ich mich aufrege über irgendwas, dass ich mir denke, auch immer noch sagen, ich weiß nicht, was der Person gerade, was da zu Hause vielleicht passiert ist oder also familiär, welche Gefühlswelt die Person gerade ist und dieses auch manchmal, wenn man selber irgendwo, am Supermarkt steht, in der Apotheke steht und jemand vor dir ist, irgendwie nur denkst dir, oh Gott, ich habe keine Zeit und das ist ja so lang, einfach immer davon auszugehen, der macht das ja nicht, um mich zu ärgern, sondern es gibt irgendeinen Grund dafür, welcher auch immer es ist, und den darf ich eigentlich nicht verurteilen. Liebe Kollegin Christiane sagt immer, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und das ist einfach... Total. So ist total. Es, ne? Wenn ich selber total tense bin und mir denke, oh Mann, was braucht der jetzt so lange? Oder wieso hat der sich jetzt noch nicht zurückgemeldet, auch im Job? Ne? Oder wieso hat er das so gemacht? Dann habe ich ja scheinbar irgendwie eine Unzulänglichkeit gerade oder bin unzufrieden. Ja, total. So. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast,
so ein anderer Aspekt davon ist einfach, sprich nie über Menschen auf eine Art und Weise, dass du es nicht machen würdest, wenn sie im Raum wären. Ja. Das heißt nicht, dass du nicht was Negatives sagen kannst oder Kritik äußern ja. kannst, aber mach es so, dass es auch, dass du es denen auch ins Gesicht sagen könntest. Ja. Weil das einerseits einfach menschlich korrekt ist, aber auch, weil das auf dich reflektiert. Mhm. Weil wenn ich dir jetzt irgendwie erzähle, dass, keine Ahnung, Jens ganz fürchterlich ist, ja, dann denkst du, oh Gott, was erzählt denn die Saskia genau. über mich, wenn ich nicht da bin. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch einfach ganz wichtig und so ein kultureller Leitfaden, den man haben sollte. Ja. Ja. Was würdest du sagen, was ist das, was ist sozusagen in dir die Kraft, die dich so vorantreibt? Na, ich meine, BTG, Wayfair und so, also auch immer sehr verantwortungsvolle Positionen und vor allem auch natürlich, die schon einen echten Einsatz ja auch bedürfen. Ne? Ich meine, jeder weiß ja, wer ein Berater, das ist klar, früher war es dann immer so bei uns, als alle dann angefangen haben, nach dem Studium in die Beratungen zu gehen, viel Geld verdient, ja, aber der Einsatz ist auch immens hoch. Also hast du irgendwas, was dich da, was du sozusagen in Worte fassen kannst, was dich treibt? Was ist deine Mission? Meine Mission, das hört sich so groß an. Ich glaube, ich bin da fast bisschen, ich liebe es, Probleme zu lösen. Mhm. Ich bin da wie ein, in Englisch sagt man like a dog with a bone, ja? Ein Hund wie ein Knochen, ein Hund mit einem Knochen. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Ich liebe es, mich intellektuell mit Sachen auseinanderzusetzen. Und gar nicht mal, schön, wenn es auch die Welt verbessert, aber ich mag die intellektuelle Stimulation einfach. Ja. Und diese Probleme, die können ganz verschiedener Natur sein. Je unterschiedlicher, desto besser, weil ich dann verschiedene Muskeln flexe. Ja. Ja? Und es können intellektuelle Sachen sein. Es kann sein, wie können wir bestimmte Prozesse optimieren. Das kann sein, wie kann ich ein Team maximal effektiv aufstellen. Das kann sein, wie kommuniziere ich jetzt effektiv sowas wie, was ich gesagt habe, dass irgendwie eBay für Sicherheit steht, wie kommuniziere ich das gut in den Markt rein? Das sind alles Sachen, die mich intellektuell begeistern und die ich gerne lösen möchte. Einfach aus Spaß an der Freude. Hm. Und das ist vielleicht keine sehr große Ambition, aber es ist was, was mich jeden Tag vorantreibt. Und, und wenn das dann noch Sachen sind, wo ich denke, okay, diese Lösung gibt dann auch der Community und den Menschen und es ist was Gutes, dann ist es ja wirklich sehr schön. Dann ist es erfüllend. Dann ist es erfüllend, genau. Erfüllend. Du hattest schon jetzt angedeutet, dass die Zeit, als du dann von BTG zu Wayfair gegangen bist und das erste Mal plötzlich da stehst und sagst, ich muss jetzt 50 Leute führen. Das heißt, das ist eine große Herausforderung. Sind jetzt bestimmt auch einige dabei, die vielleicht auch gerade in den Sprung sind der Führungsposition oder wo sich das oder das Team sehr viel vergrößert. Was hättest du so für einen Rat oder Tipp, den du mitgeben würdest? Jemand, der jetzt gerade so in den Startlöchern quasi steht? Als erstes sich bewusst zu sein, dass es ein riesiger Schritt ist und da mit sehr viel Humility an die Sache ranzugehen. Ich hatte Leute auf meinem Team, die, wie gesagt, einige Levels unter mir waren, aber wesentlich mehr Führungserfahrung hatten und von denen ich dann auch gelernt habe, ja, wo ich auch gesehen habe, okay, wie machst du denn so ein Coaching-Gespräch oder auch so Einstellungsgespräche? Da habe ich auch gesagt, okay, kann ich mal bei ein paar dabei sein, um zu hören, wie du das machst? Mhm. Ich habe wahnsinnig viel in meiner Karriere gelernt über Imitieren. Deshalb bin ich auch so ein großer Fan von im Office sein, weil ich glaube, du hast einfach viel mehr Möglichkeit, die Sachen bei anderen Leuten abzugucken. Ja. Und am Ende des Tages habe ich immer versucht, mit smarten Leuten zusammenzuarbeiten und dann von denen zu lernen, weil das einfach dir einen Quantensprung gibt, im Gegensatz zu irgendwie selber Trial and Error, das auszuprobieren. Ja. Das heißt, ich glaube erstmal, was ich Leuten raten würde, ist, sich bewusst zu sein, dass es ein Riesensprung ist, sich Leute zu suchen, und das müssen gar nicht Mentoren oben, das können auch Peers sein, das können auch Leute auf deinem Team sein, von denen du lernen kannst. Und dann musst du wahrscheinlich auch einfach einige Fehler selber machen. Ja. Du kannst diese Fehler halt abkürzen, indem du, so wie gesagt, andere, ich hatte meinen Mentor Martin, was er mir gesagt hat, war auch sehr guter Rat, also wenn du jemals vor so People-Situationen stehst und nicht genau weißt, wie du mit irgendwas umgehen sollst, verschwend keine Zeit dran, ruf mich einfach an und ich sag dir, wie ich es machen würde. Mhm. Weil viel davon ist einfach ein Muskel. Du musst einfach ein paar Mal gesehen haben, okay, wie ist denn das jetzt, wenn ich jemandem sage, dass seine Berichtslinie sich ändert? Das kam jetzt nicht so geil an. Und das nächste Mal merkst du dann, okay, jetzt weiß ich, wieso es nicht so geil ankam, wie kann ich das jetzt besser machen? Ja. Und da kannst du ja wahnsinnig viel von anderen Leuten abschauen. Ja. Und dann würde ich wirklich jedem das Buch Radical Candor von Kim Scott empfehlen. Ja.
Das ist ein, ich bin nicht jemand, der sonst viel Management-Literatur liest, aber das ist ein tolles Buch und da geht es einerseits um dieses Kommunikationsthema Radical Candor, dass man halt einerseits ehrlich, aber auch empathisch ist. Aber hinten raus im Buch ist wirklich so ein 360 Guide to Leadership. Und da sind schon mal ganz viele tolle Empfehlungen drin, die ich sehr praktisch fand. Ja, ja, kann ich auch empfehlen. Wir haben daraus auch schon einiges gelernt in unserem, wir machen als K5 schon lange Scale-Up und da ist Radical Candor auch ein Teil davon. Und finde ich auch selber, ist mir auch so gegangen, dass dieses, ich bin jemand, ich möchte immer eigentlich Harmoniezustand haben und dann mal was Unbequemes sagen zu müssen, ist für mich quasi die Höchststrafe. Aber habe auch gelernt, dass das Ergebnis, wenn du ehrlich und gute Kritik oder gutes Feedback gibst, das Ergebnis ist ja viel besser, als wenn ich ganz lange nichts sage. Genau. Und in mir staut sich das immer mehr an und irgendwann bin ich einfach nur noch unzufrieden. Und das finde ich auch also ein schöner, auch nochmal ein schöner Gedanke, dass das halt auch okay ist, ne? Dass man einfach auch Leuten auch mal, dass man ihnen eigentlich damit auch hilft. Das ist der Weg, wie ich das, genau. Man meint ja, man tut was Schlechtes. Genau. Eben, man sagt so, das ist jetzt nicht mehr so oder ich bin da nicht ganz zufrieden oder da läuft irgendwie was nicht so gut. Und man hat das Gefühl, man haut den anderen, aber eigentlich bietet man ihm ja die Plattform, um zu wachsen. Genau. Und das hilft dir sowohl, also es hilft mir auch, sowohl diese Konversation zu führen, weil ich dadurch sage, okay, jetzt sei mal nicht so schissig. Ja. Jetzt, das ist ja was Positives, was ich will. Also jetzt reiß dich mal zusammen, du musst es sagen. Ja. Und es hilft aber auch, wenn du das dann auch wirklich ehrlich transportierst an die andere Person, dann landet dieses Feedback auch auf eine ganz andere Art und Weise, weil die Person merkt, okay, Saskia genießt es jetzt nicht, diese Konversation zu haben. Aber sie sagt mir das, weil sie ernsthaft will, dass ich als Mensch wachsen möchte. Ja. Und dann ist man natürlich viel empfänglicher für dieses Feedback, wenn das der unterliegende Tenor ist. Ja. Wie viel Zeit investierst du in das Thema, also wirklich dieses echte Leadership-Thema? Würdest du sagen, prozentual? Boah, das Also, was ich mache, ist, ich habe jede Woche meine One-on-Ones mit Leuten und da stelle ich sicher, dass ich denen irgendwie immer auch Feedback gebe, aber das ist halt, und ich stelle sicher, dass ich dann einmal alle 6 Wochen so ein größeres Feedback-Gespräch habe. Aber viel wichtiger, ich meine, das ist so die stetige Mühle, die man fahren sollte, aber viel wichtiger ist, glaube ich, dieses punktuelle Feedback. Ja, wenn du irgendwas siehst, dass du da halt dann wirklich auch den Telefonhörer abnimmst und sagst, hey, ich habe gerade gesehen, dass du die E-Mail rausgeschickt hast und ich weiß nicht, ob der Ton super gut ankommt. Ruf doch mal die andere Person an und stell sicher, dass es richtig gelandet ist. Ja? Diese kleinen Sachen. Ja. Weil oft, wenn du irgendwie wartest bis zum vierteljährlichen Feedback und sagst, ich irgendwie allokiere jetzt 10% meiner Zeit, dann ist es halt so, die großen Sachen, aber das wirkliche Coaching und das Mentoring, das kriegst du eher im Kleinen. Ja, punktuell, ja. Ja, das ist, ich fand es nur spannend, dann irgendwann die Bewusstwerdung, dass den Coach, den wir haben, der gesagt hat, weißt du, du musst jetzt das anders sehen, du musst sagen, 80% deiner Zeit nutzt du dafür, um das Team voranzubringen und das Team zu empowern. Und 20% machst du noch irgendwie operative Tätigkeiten. So. Und ich bin so ein operatives Häschen, ne? Okay. Ich bin also immer dann so, ja, und hier noch was, und dann mache ich das schnell selber und so. Und mittlerweile jetzt nicht mehr, aber das war für mich, sagen, von dem, als ich dann in die Geschäftsleitung gegangen bin, für mich die größte Veränderung zu sagen, eigentlich ist mein Job, ist eigentlich nur, die Leute irgendwie und alles, ne? Und klar, die Projekte, strategische Ebene, ne? Aber jetzt auch dieses People-Management, dass das einfach, das ist dann dein Job. Total, das würde ich total unterschreiben. So, also da sicherlich 80% selber machen. Was ich halt mache, ist, ich gucke halt, wo gerade die Themen stehen, wo es, ich stelle viele Fragen. Ja. Ja, ich habe irgendwie viele Sessions mit Leuten, sei es One-on-One oder größere Meetings, wo ich einfach versuche, viele Fragen zu stellen. Ja. Um selber zu verstehen, um sicherzustellen, dass dies zu verstehen, um zu sagen, okay, hast du noch hier drüber nachgedacht, connecte mal mit dem. Also wenn du das da mit reinbeziehst, dann sicherlich 80%. Ja, das, und ich glaube, das ist das auch, was viele
unterschätzen, dass Führungskraft zu sein heißt jetzt nicht nur, ah super, ich bin jetzt eine Ebene höher und ich kriege mehr Geld, sondern dass dein Job sich total verändert. Also dass du eine ganz andere Rolle plötzlich eintrittst. Genau. Und du eben im Endeffekt, wenn du so weitermachst wie vorher, auf deinem im Operativen zu laufen, dass du dann eigentlich dein Team verlierst. Du verlierst dein Team und du hast auch keinen Hebel. Ja. Ich meine, der Flipser, ich meine auch in meiner Rolle jetzt, viele von den Bereich, also fast, eBay ist ein sehr global geführtes Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, viele von den Funktionen in Deutschland werden global geführt und ich komme quasi horizontal rein. Und meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass all diese Teams zusammenarbeiten und richtig funktionieren. Mhm. Das ist genau das, was du sagst. Ja, genau. Ich kann auch selber eigentlich gar nicht so, also direkt kann ich jetzt direkt gar nicht so viel bewegen, aber das konnte ich noch nie in irgendeiner Führungsposition. Es, es geht halt immer mehr darum, dass du halt sicherstellst, okay, was sind denn die Weichen, die ich setzen möchte und wie kriege ich alle hinter diese Ideen, wie motiviere ich oder wie überzeuge ich Menschen, das zu machen, was sinnhaft ist und sicherzustellen, dass sie es gut machen. Und ob die jetzt direkt einen Bericht berichten oder nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Es geht halt darum, dass du nicht selber machst, sondern sicherstellst, dass alle anderen das richtig und gut machen. Ja. Das macht mir aber wiederum auch sehr viel Spaß, weil das heißt, ich glaube, du bist sehr erfolgreich in so einer Funktion, wenn du einerseits gute Ideen hast, also die richtigen Wegrichtungen quasi ausweist, aber dann vor allem, wenn du halt wahnsinnig kollaborativ bist und viel mit Leuten interagierst und viel Connection schaffst, weil für eine One-Man-Show ist das nichts. Oder One-Woman-Show in diesem Fall. Ja, schön. Saskia, ich muss den Blick auf die Uhr kurz einmal wagen. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Wenn du jetzt nochmal etwas Persönliches mitgeben könntest, dürftest oder kannst, in diesem Sinn das kannst ja, was ist das so vielleicht auch motivierend, ne, für andere, vielleicht auch für andere Frauen, wir haben ja vor allem weibliche Zuhörer, was du sagst, dich hat was von deinem ehemaligen Chef so inspiriert, gibt es noch etwas, wo du sagst, das gebe ich immer gerne mit? Traut euch. Ich war, ganz ehrlich, ich war nie jemand, der ganz aktiv gesagt hat, ich möchte jetzt die riesige Karriere machen, ja, oder ich möchte jetzt irgendwie in 10 Jahren Deutschland-Chefin von eBay sein. Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Rolle haben würde. Jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Funktion war, dachte ich immer, oh Gott, die freuen mich übermorgen. Ja, irgendwann werde ich auffallen. Das Imposter-Syndrom. Das total krasse Imposter-Syndrom. Irgendwann habe ich gemerkt, das passiert nicht. Ja, dann wird man ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, sich zu trauen und einfach gar nicht mal zu sagen, okay, ich will das jetzt unbedingt, aber zumindest keine Türen zuzumachen und zu sagen, ich probier's mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du, im Worst Case nehmen sie mich nicht. Ja, oder in jeder Rolle zu sagen, nee, weißt du was, eigentlich glaube ich, dass ich genauso gut bin wie der Herr da neben mir. I'm gonna go for it. Ja? Und dieses Versuchen, sich trauen und Stück für Stück einfach sich das zu erarbeiten, was man sich vielleicht gar nicht mal erhofft hätte. Ja. Dem kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Lass ich auch gerne so stehen. Richtig schön, dass du bei uns im Studio warst. Vielen Dank für deine Insights, aber auch für deine charmanten, ehrlichen Worte auch mal. Ne? Einfach auch zu klarzustellen, es ist halt auch nicht immer alles immer rosig und manchmal muss man auch irgendwie genau den Sprung ins kalte Wasser wagen und es ist auch okay, dass man dann was nicht kann, wie man sieht am Anfang deiner Karriere bei Wayfair. Keine Ahnung von E-Commerce, sondern nur von Schweineimpfung oder was. insofern, richtig schön und richtig beeindruckend. Vielen Dank. Super, danke schön, dass ich hier sein durfte.